Das Kursziel ist erreicht und die Bären sind tot und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Das Kursziel, das ist das von mir immer wieder ins Spiel gebrachte Niveau von 2400 Punkten beim wichtigsten Leitindex der Welt, beim S&P 500. Genau bis dahin ist es gegangen und die Bären sind tot, denn es zeigt sich, oder Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa drei Viertel dieses gestrigen Anstiegs praktisch bedingt ist durch einen Short Squeeze, also Leute, die gedacht haben, auch große Player offenkundig, die gedacht haben, naja, wenn Trump spricht, dann werden die Märkte enttäuscht sein, dann wird es nach unten gehen. Es kam anders, wie wir wissen, dann mussten diese Short-Positionen eingedeckt werden. Und genau das hat diesen Spike nach oben gestern ausgelöst, hat angefangen mit den Einkaufsmanager-Indizes aus China etwas besser, aus Europa besser. Und dann kam dieses Narrativ auf, ja seht doch mal, das war doch eine relativ präsidiale Rede von Donald Trump, wird schon nicht so schlimm kommen. Und dann ist die Geschichte nach oben gelaufen, der Dow Jones das erste Mal nach 56 Handelstagen wieder mit einem Gewinn von mehr als 1%, 96 Handelstage liegen hinter uns, ohne dass der Dow Jones 1% verloren hätte. Und wenn man sich mal die Überkauftheit des Dow Jones und anderer US-Indizes ansieht, dann haben wir einen RSI etwa bei 86 derzeit. Alles über 70 gilt schon als überkauft. Also wir sehen, da ist eine Menge passiert, da ist eine Menge hier jetzt gestern an Blut geflossen. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Normalerweise ist es so, dass in einem völlig überkauften Markt, wenn es dann zu einem Short Squeeze kommt, normalerweise die nächste Bewegung dann nach unten kommt, weil praktisch diejenigen, die noch was zu verlieren haben, indem die Märkte steigen, die Shorties, dass die dann raus sind und dann fehlen die Käufer eben auf der Oberseite. Muss diesmal nicht so kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben, was die Vergangenheit gezeigt hat, relativ hoch. Wie wird die Geschichte jetzt heute weitergehen, nachdem wir heute interessante Aussagen gehört haben von Lionel Brainard, das Fed-Mitglied, das normalerweise sehr, sehr dovish ist, also immer sich gewehrt hat gegen Zinsanhebungen. Heute Nacht in einer Rede hat sie gesagt, dass Zinsanhebungen sehr bald angebracht sein dürften. Also sehr, sehr hawkische Aussagen. Daraufhin der Dollar wieder stärker geworden. Dollar-Yen über 114 Euro, Dollar nach unten. Wenn also jetzt eine extreme Taube sagt, es ist Zeit, dass wir mal die Zinsen anheben und dann schrittweise weitermachen, dann signalisiert die Fed damit, dass sie wohl doch im März die Zinsen anheben wird. Am Freitag ja. Am morgigen Freitag dann Janet Yellen mit der Rede, auf die viel gewartet wird. Jedenfalls interessant, dass die Märkte gestern massiv gestiegen sind, obwohl eben jetzt mehr und mehr ein Zinsschritt im März eingepreist wird. Das scheint man also noch ein bisschen beiseite zu schieben. Schauen wir mal an, wie die Asiaten reagieren. Nikkei 1%, Shanghai unverändert, Hang Seng 0,53% und Australien 1,15% etwa. Die Vorgaben aus den USA wiedergeben, Verbraucherpreise heute aus der EU. Nachdem die US-Verbraucherpreise deutlicher gestiegen waren als erwartet, dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und das wird vielleicht ein ganz entscheidendes Ding heute, das IPO von Snapchat, Sie kennen das, die Jüngeren unter Ihnen zumindest, 17 Dollar soll die Aktie kosten, 24 Milliarden Dollar würde man damit einnehmen. Das wird wichtig, davon wird ein Stück weit abhängen, wie heute die Marktstimmung ist. Wird dieses IPO gut gelingen, wird der Kurs massiv steigen, ja oder nein? Darauf wird zu achten sein. Schauen wir uns mal die Charts an, gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Hier sehen wir diese Kerze beim DAX 12.079. Wir waren auf X-Tax-Basis schon mal an der 12.100er Marke. Wir dürften ein paar Pünktchen drunter öffnen, so 12.060, 12.065 nach aktueller Indikation. Wir sehen hier dieses von mir erreichte oder von mir ausgegebene und jetzt erreichte Kursziel bei 2400 Punkten. Im S&P 500 sind wir genau drauf gelaufen. Wir sehen den Dow Jones aktuell bei 21.100, nachdem wir im Hoch bei 21.168 waren. Der Nasdaq, der gestern lange gebraucht hat, um so ein bisschen aus dem Quark zu kommen, hat sich dann so einigermaßen noch derrappelt, aber die 5400er Marke nicht geschafft. Wir sehen Schwäche in Euro-Dollar nach den Aussagen von Lyle Brainard, also die Fed scheint hier wirklich nochmal klar zu machen, am 14., 15., respektive am 15. März ist ja die Entscheidung der Fed, da wird es eine Zinsanhebung geben, das hat dem Dollar-Yen gut getan, 114 jetzt exakt, wir sehen aber das natürlich als Belastung für US-Staatsanleihen, die 10-jährige unter Druck. Da hat sich nicht viel geändert, schwächer auch etwas das Öl, nachdem gestern die Lagerbestände eigentlich
ein bisschen besser ausgefallen waren als erwartet oder weniger stark gestiegen sind. Aber die Produktion in den USA steigt zunehmend und das sorgt hier für Druck. Wir sehen, Gold hat sich wieder ein bisschen erholt bei 1246 und 10 Silber, 18 Dollar und 37 Silber hält sich hier relativ konstant. Die Frage ist, was machen jetzt die Märkte? Der DAX hat gestern einen ziemlich großen Schluck aus der Pulle genommen, die US-Indizes auch. Wir sind jetzt klar überkauft, aber es gibt eben dieses Bullenmomentum. Die Amerikaner haben möglicherweise im kurzen Zeitfenster fertig mit diesem 2400er Niveau beim S&P. Mal sehen, der DAX könnte vielleicht heute Vormittag dann nochmal eine Schippe drauflegen, über die 12.100er Marke steigen. Für die US-Amerikaner wird es heute schwieriger. Das wage ich zu prognostizieren und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Donnerstag. Bis dann, ciao.